Guide Germany. Herzlich willkommen bei Genea Guide Germany, dem YouTube-Kanal rund um das Thema Ahnenforschung in Deutschland. Wir sind eure Freizeitgenealogen Philipp und Gregor. In der heutigen Episode möchten wir uns dem Thema der genealogischen Darstellungsformen widmen. Nachdem ihr wahrscheinlich bei euren Nachforschungen im Familienkreis sowie bei Standesämtern und in Kirchenbüchern die ersten Informationen zu euren Vorfahren gesammelt habt, möchtet ihr dieses Datengewirr sicherlich in einer übersichtlichen Form darstellen. Hierzu zeigen wir euch nachfolgend die gängigsten Darstellungsformen. Den meisten dürfte bei diesem Thema wohl die Darstellung in einem Stammbaum einfallen. Bei diesem beginnt die Darstellung unten am Stamm mit dem ältesten bekannten Vorfahren, früher häufig als Stammvater bezeichnet. Die Nachkommen dieses Vorfahren bzw. dieser Vorfahrin, denn selbstverständlich kann an dieser Stelle auch eine Stammmutter stehen, verästeln sich nach oben bis hin zur jüngsten Generation der Nachfahren. Quasi die umgedrehte Variante zum Stammbaum ist die Darstellung in einer Ahnentafel. Hier werden nicht die Nachfahren einer Person dargestellt, sondern die Vorfahren eines bestimmten Probanden. Ahnentafeln werden deshalb von vielen Familienforschern genutzt, um einen Überblick über die eigenen direkten Vorfahren abzubilden. Natürlich sind auch große Verwandtschaftstafeln möglich, bei denen sämtliche Geschwister der Vorfahren angegeben werden. Sowohl in Stammbäumen als auch in Ahnentafeln werden oftmals die Lebensdaten der erfassten Personen angegeben. Dazu werden vielfach bestimmte genealogische Zeichen verwendet, um eine gewisse Übersichtlichkeit zu gewähren. Die gängigsten genealogischen Zeichen seht ihr hier eingeblendet. Zusätzlich zu diesen Zeichen gibt es eine genealogische Bezifferung, die auf Stefan Karl Kekulé von Stradonitz zurückzuführen ist. Sie hilft dabei, die Verwandtschaftsbeziehungen schnell zu erkennen. Hierbei erhält der Proband die Nummer 1. Der Vater erhält immer die doppelte Nummer seines Kindes und die Mutter die doppelte Nummer des Kindes plus 1. Alle männlichen Vorfahren erhalten also gerade Zahlen und alle weiblichen Vorfahren ungerade Zahlen. Die Kekulé-Nummer, mit welcher eine neue Generation beginnt, zeigt zusätzlich die Anzahl der möglichen Personen in der entsprechenden Generation an. Es sind zum Beispiel 2 Eltern und 16 Ur-Urgroßeltern möglich. Neben der Bezifferung der einzelnen Personen in einer Ahnentafel ist ebenfalls die Nummerierung der einzelnen Ahnengenerationen möglich. Hierbei erhält die Elterngeneration die römische Ziffer 1, die Großelterngeneration die Ziffer 2, die Urgroßelterngeneration die 3 und so weiter. Daneben gibt es in der Ahnenforschung die übliche Generationenbezeichnung, bei welcher die dritte Generation nach dem Probanden die der Urgroßeltern ist. Bei jeder weiteren nachfolgenden Generation wird ein weiteres Ur vorangestellt. Diese Art der Bezeichnung ist allerdings umso verwirrender und umständlicher, je weiter zurück man seiner Ahnen folgen kann. Aus diesem Grund gibt es weitere alternative Bezeichnungen für die Ahnengenerationen. Beispielsweise werden den Generationen nach Eltern, Großeltern und Urgroßelterngenerationen die Präfixe Alt-, Ober- oder Stamm vorangestellt. Eine Vorfahren mit der Kekulé Nummer 513 wäre demnach die siebenfache Urgroßmutter bzw. die Ober-Urgroßmutter eines Probanden. Um in der Darstellung mehr Daten erfassen zu können, als es Stammbaum und Ahnentafel zulassen, bietet sich die Ahnenliste an. Diese wiederum hat als Unterform unter anderem die nach Generationen geordnete Ahnenreihe und die nach Stämmen geordnete Ahnenliste. In der Ahnenreihe werden die Generationen nacheinander aufgelistet, wobei väterliche und mütterliche Vorfahren gleichrangig behandelt werden. Eine neue Generation beginnt erst, wenn alle der aktuellen Generation zugehörigen Vorfahren erfasst sind. Bei der nach Stämmen geordneten Ahnenliste erfolgt die Auflistung in alphabetischer Reihenfolge der Familiennamen. Für eine Zuordnung des Vorfahren zu einer Generation muss hier auf die genealogische Bezifferung zurückgegriffen werden. Empfehlenswert ist es, zu jedem Vorfahr den Namen des Ehepartners zu schreiben, damit man an dieser Stelle auf dessen Ahnenstamm verweisen kann. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Einarbeitung in dieses kunstvolle Thema und vielleicht sogar bei der Erstellung eures eigenen Stammbaums. Eure Freizeitgenealogen. Das war's für heute bei GeniaGuide Germany. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst es uns wissen und gebt ihm einen Daumen nach oben. Und wenn ihr weiter auf dem Laufenden bleiben wollt, dann abonniert unseren Kanal. Beim nächsten Mal erfahrt ihr dann, was Kurrentschrift ist und wie ihr diese entziffern könnt. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet.